Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man die Leber, das größte Organ im Oberbauch, sonografisch untersuchen kann. Insbesondere die ganz kranialen Anteile, die vom Rippenbogen verdeckt liegen, stellen dabei eine Herausforderung dar. Wir zeigen euch daher, wie ihr mit einer optimalen Schallkopfführung auch diese Anteile gut untersuchen könnt. Aufgrund der Organgröße ist ein schrittweises Vorgehen sinnvoll. Die Leberlappen sollten getrennt voneinander untersucht werden. Als Unterteilung dient hierbei die Vena cava. Von dieser ausgehend wollen wir zunächst den linken Leberlappen in zwei Ebenen untersuchen. Meist ist dieser aufgrund der geringeren Größe deutlich einfacher zu untersuchen. Wir beginnen im Sagittalschnitt und suchen zunächst die Vena cava inferior als unsere Leitstruktur auf. Durch Abkoppeln überprüfen wir die Orientierung. Hier sehen wir den Lobus caudatus, der in der Lebersegmenteinteilung dem Segment römisch 1 entspricht. Von hier aus erfolgt nun eine Durchmusterung und das Schwenken des Schallkopfes nach links lateral. Zunächst erfolgt ein Versetzen des Schallkopfes bis zum Rippenbogen und anschließend ein Ausschwenken. Wir achten dabei darauf, alle kranialen Anteile der Leber im Bild zu haben. Gut zu erkennen ist hier das Zwerchfell. Während der Untersuchung achten wir darauf, ob das Lebergewebe homogen erscheint und keine Strukturen plötzlich auftauchen und verschwinden, bei denen es sich um eine fokale Pathologie handeln könnte. Als nächster Schritt werden die kaudalen Anteile der linken Leber untersucht. Hierfür wird der Schallkopf nach kaudal versetzt und wieder nach lateral bis zum Rippenbogen gefahren. Hierbei achten wir darauf, immer die kaudalen Anteile der Leber im Bild zu behalten. Als nächstes wird die linke Leber im Transversalschnitt untersucht. Um die ganz kranialen Anteile gut darzustellen, müssen wir den Schallkopf sehr flach auflegen können. Wir umgreifen daher den Schallkopf von oben, wie hier gezeigt. Die Finger liegen dann so, dass wir den Schallkopf sehr flach auflegen können, ohne uns dabei mit der eigenen Hand zu behindern. Wir setzen den Schallkopf nun paramedian transversal auf. Hier sehen wir zunächst das Herz. Bei der Durchmusterung achten wir nun darauf, alle Anteile des linken Leberlappens gut zu erkennen und achten insbesondere auf den linkslateralen Leberwinkel, der hier gut zu erkennen ist. Nun wollen wir den rechten Leberlappen untersuchen. Wir beginnen zunächst wieder im Sagittalschnitt. Wir werden den Schallkopf dabei entlang des Rippenbogens bewegen. Wir verteilen etwas Ultraschallgel entlang des Rippenbogens, um während der Untersuchung eine gute Ankopplung zu erreichen. Wieder müssen wir versuchen, möglichst unterhalb des Rippenbogens zu schallen. Hierzu ist es sehr hilfreich, den Schallkopf einige Zentimeter kaudal vom Rippenbogen aufzusetzen, den Schallkopf nach dorsal drücken und schließlich nach kranial zu angulieren. Mit dieser Schallkopfhaltung und einer tiefen Inspiration können wir nun eine optimale Darstellung auch der ganz kranialen Anteile erreichen. Wir setzen den Schallkopf nun paramedian sagittal auf. Die Orientierung wird durch Abkoppeln überprüft. Hier sehen wir nun zunächst wieder die Vena cava inferior. Nun bewegen wir den Schallkopf in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung nach rechts lateral und achten dabei darauf, die kranialen Anteile immer im Bild zu haben. Ab der Medioklavikularlinie schwenken wir den Schallkopf unter Zuhilfenahme der zweiten Hand nach lateral aus. Hier ist doch einmal gezeigt, wie der Schallkopf mit der linken Hand im C-Griff umfasst wird und so bequem nach lateral ausgeschwenkt werden kann. Nach kurzer Atempause für unsere Probandin werden wir den Schallkopf nun wieder von lateral nach medial bewegen und dabei die kaudalen Anteile beurteilen. Nun müssen wir die kaudalen Anteile immer im Bild haben und führen den Schallkopf wieder zurück bis zur Vena cava.
Wie eben für den linken Leberlappen gezeigt, untersuchen wir nun auch den rechten Leberlappen im Transversalschnitt. Hierbei beginnen wir zunächst mit den medialen Anteilen. Die Durchmusterung beginnt wieder ganz kranial. Wieder achten wir hier neben der Form der Leber und der Kontur auf mögliche fokale Veränderungen. In einem zweiten Schritt versetzen wir den Schallkopf jetzt nach lateral, um auch diese Anteile noch vollständig zu durchmustern. Bei schwer einsehbaren kranialen Anteilen kann auch der Interkostalschnitt genutzt werden. Hierbei ist es sinnvoll, zuerst die Zwischenräume der Rippen zu ertasten, um den Schallkopf anschließend dort aufzusetzen. Gut, super. Vielen Dank, Judith.